Ni Hao Deutschland. Die dynamischste Ökonomie der Welt. China. Moderne Skylines, Megacities, Hochgeschwindigkeitszüge und eine digitale Revolution, die fest im Alltag verankert ist. Die groß angelegte Kampagne Made in China 2025 soll das Reich der Mitte jetzt auch technologisch an die Weltspitze bringen. Bewundertes Vorbild ist dabei Made in Germany. Die Arbeit deutscher Ingenieure, ihre zuverlässigen und zukunftsweisenden Produkte und Maschinen. Längst ist China zum Turbo für die deutsche Autoindustrie geworden. Wo früher Fahrräder Chinas Straßenbild prägten, glänzen heute überall deutsche Automarken. Deutschland ist der wichtigste europäische Handelspartner der chinesischen Wirtschaft. Der Ausbau der neuen Seidenstraße lässt bereits jetzt 18 Güterzüge Woche für Woche zwischen Peking und Duisburg in Nordrhein-Westfalen pendeln. Tausende chinesische Unternehmen haben mit mehr als 100.000 Mitarbeitern ihre Wurzeln in Deutschland geschlagen. Und ebenso sind mehr als 100.000 Bundesbürger in 8.000 deutschen Unternehmen auf chinesischem Boden tätig. Sie bringen ihre Kultur und Lebensart, ihr Wissen und ihr Können mit ins Gastland. Ihre Geschichten erzählt Ni Hao Deutschland. Die neue TV-Sendung der größten Nachrichtenagentur der Welt, Xinhua. In Koproduktion mit DFA, Deutschlands erster Fernsehnachrichtenagentur. Willkommen bei Ni Hao Deutschland. Wir stellen Ihnen Menschen vor. Faszinierende und spannende Geschichten mitten aus dem Leben. Von Chinesen in Deutschland und Deutschen in China. Ihre Geschichten sind unsere Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte von Elias Stegmiller. Er hat vielleicht einen der ungewöhnlichsten Jobs in China. Projektleiter Hannoversche Straße steht auf seiner Visitenkarte. Seine Aufgabe? Mieter, Geschäftspartner und Investoren gewinnen für eine deutsche Fußgängerzone, die mitten in China liegt. Für mich als gebürtigen Hannoveraner ist es auch was ganz Besonderes, hier zu sein, an diesem Projekt beteiligt zu sein. Ni Hao Deutschland hat Elias Stegmiller in der Millionenstadt Shangde besucht und für sie einen Bummel durch Hannover gemacht. Also Hannover in China. Ich bin als Projektkoordinator hier. Das heißt, ich vermittle zwischen den beiden Seiten, zwischen der chinesischen und der deutschen Seite. Das ist hier der Leibnizplatz in der Hannoverschen Straße in Shangde. Und die Stadt Hannover und die Stadt Shangde haben eine Städtefreundschaft. Und als Zeichen dieser Städtefreundschaft steht hier die Leibniz-Büste als Zeichen des Kulturaustauschs der beiden Städte. Es ist auch eine berühmte Persönlichkeit in China als wichtiger Mathematiker. Ohne ihn hätten wir keine Computer und keine Smartphones heute. Die Städtefreundschaft zwischen Hannover und Shangde hat eigentlich begonnen im Rahmen der Expo 2010 in Shanghai. Im Jahr 2000 war ja die Expo auch in Hannover und als Messestadt entsprechend machte das auch Sinn, diesen Austausch dann zu fördern. Es ist ein Ort nicht nur für die Wirtschaftsentwicklung der Stadt, sondern auch ein Ort des Kulturaustauschs, was begonnen hat auch mit dem Wassersanierungsprojekt von Wasser Hannover. Dadurch eben spielt dieser Umweltaspekt auch eine große Rolle, was die Nachhaltigkeit des Ganzen betrifft. Architektonisch gesehen orientiert sich das Projekt an einer Mischung unterschiedlichen Stilrichtungen aus ganz Europa, mit Schwerpunkt natürlich auf Nordeuropa, Deutschland und Hannover. Das Besondere ist auch, dass Unternehmer aus Deutschland, mittelständische Unternehmen hier vor Ort sind, im Restaurant- und Gastronomiebetrieb. Wir werden eine eigene Bierbrauerei hier auch haben, in dem Restaurant Deutsch. Und dann auch gegenüber am Hannoverplatz die Kaffeemanufaktur. Man hat eigentlich die ganze Infrastruktur, die internationale Unternehmen sich wünschen. Das wird sehr gut angenommen von den Leuten hier vor Ort. Am Wochenende und bei gutem Wetter vor allem sind viele Leute hier und machen Hochzeitsfotos. Ich habe auch chinesische Sprach- und Kulturwissenschaften studiert und so bin ich nach China gekommen. Damals hat mich das Studium eigentlich aus Hannover weggeführt und ich hätte nie gedacht, dass ich hier in China noch mal was mit
Hannover dann zu tun haben werde. Deshalb ist es für mich wirklich was Besonderes, auch jetzt hier in China, in der Hannoverschen Straße, an diesem Projekt beteiligt zu sein. Das Ziel ist es auch, die Stadt als solches, insbesondere das deutsche Viertel, die Hannoversche Straße, attraktiver für ausländische Unternehmen zu machen und dann eben auch hier eine Touristenattraktion auch zu schaffen. Yorgos ist international erfolgreich als Magier und Illusionist. Bereits zweimal hat er den Merlin gewonnen, so etwas wie den Oscar der Zauberei. Yorgos stammt aus einem Hamburger Vorort. Besonders beliebt ist er aber in China. Zurzeit ist Yorgos wieder auf großer China-Tour. Vor seiner Abreise hat er uns von seinen Erlebnissen in China berichtet und uns erzählt, warum seine Zauberei die Menschen dort so in ihren Bann zieht. Ja, das war eine Riesentour, die wir durch China gemacht haben, mit 28 Shows in 22 Städte in 58 Tagen. Das war stressig, aber unvergesslich. Es war sagenhaft. Sagenhaft. 28 Shows in 22 Städten in nicht mal 2 Monaten. Yorgos ist schon seit über 15 Jahren regelmäßig in China unterwegs. Mal füllt er große Theatersäle, mal zaubert er auf der Straße. Der Kontakt zu den Menschen war und ist ihm besonders wichtig. Das war 2001, 2002, da hatte ich eine Einladung bekommen nach Shanghai. Das war ein Riesenfestival, wo auch CCTV mit organisiert hatte und für eine TV-Show. Und da war ich mit dabei, in einer Riesenhalle, ca. 10.000 Zuschauer haben die Shows da angeschaut über einige Tage. Und das war das erste Mal und das war nicht das letzte Mal, das war mein Glück, weil ich dort dieses Festival unvergesslich bleibe, weil sehr viele Managers, sehr viele Agenten dort gesessen haben im Publikum, die mich dann für die weiteren Jahre immer wieder nach China geholt haben. Would you mind to take these two rocks? Thank you, but the rocks are here. Hold them? Very good. Can you see the rocks? No? But you hold them? Okay. Please open the curtain. Look, Nina. This is a curtain. This is a rope. This is not a car, you know? You have to crack the rope there and pull down. And the next one. And the next one. And it opens, you see? Nina, do you like your costume? You don't like the color? This is from China. I have another one. What about this? It's much better, yeah? In China, wenn man auf der Straße geht und ein Kunststück macht, dann kommen die Leute ganz schnell zusammen. In Europa oder in Amerika ist das dann etwas verhaltener. Aber wenn man dort irgendwas macht auf der Straße, dann sind die Leute sofort da und schauen begeistert um. Und dann, ja, das ist unwahrscheinlich toll, ja, dieses Erlebnis. Oh, das sind schon mal meine ersten Sachen. Das ist das Theater. Heute Abend werde ich hier dann meinen Auftritt haben. Ich kann es kaum erwarten. Es ist noch zu früh. Ich glaube, jetzt erstmal Kaffeezeit und dann schauen wir mal. Bis dann. Also jetzt meine letzte China
Erfahrung war auf einer Kreuzfahrtschiff. Das habe ich vorher nicht erlebt. Das ist jetzt wiederum anders, als man das sonst auf den, im Land kennt. Ja? Im Lande kennt. Auf dem Kreuzfahrtschiff waren ausschließlich chinesische Passagiere. Und das war, ja, das ist unwahrscheinlich toll, ja, dieses Erlebnis. Ich hatte ja noch ein großes Angebot, eine etwas größere Tournee in China zu haben, mit 50, 60 Shows in Städte, wo ich jetzt auch noch nicht gewesen bin. Und das ist jetzt mein großes Ziel, nochmal nach China zu reisen mit meiner neuen Show und dort die Menschen wieder zu begeistern. Herzlich willkommen bei Nihao Deutschland, Yuen He. Hallo, guten Tag. Hallo, du bist interkulturelle Beraterin, das heißt, du hilfst Fettnäpfchen zu umgehen in einer Kultur, die man nicht kennt. Du berätst Unternehmen. Ja, richtig. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist die Durchführung von interkulturellen Trainings. Mhm. Und für meine Teilnehmer, wenn sie kommen, dann haben sie immer die Erwartung, für Do's und Don'ts zu lernen. Und das ist sehr wichtig, aber das ist nur ein Teil des Inhalts. Das sind die Fettnäpfchen, die ich gerade schon angesprochen habe. Gibt es denn da so viele? Es gibt sicher ein paar Dinge, worauf man aufpassen sollte. Mhm. Aber es geht auch viel mehr um die Selbstreflexion, die Offenheit und die Erweiterung der eigenen Horizont. Gibt es aber du verstehst, dass ich da auf jeden Fall noch mal drauf rumreiten muss, gibt es diese eine Sache, wo du sagen würdest, mach die bitte nie, dann nimmt dich niemand mehr ernst? Ja, also mir fällt gerade ein, ich glaube, das ist die Nase putzen. Nase putzen? Ja, die Nase putzen, genau. Ich war Austauschschülerin früher in Deutschland, als ich 17 war. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich hier einmal während des Abendessens mit meiner Gastfamilie, mein Gastvater, die Nase sehr laut gepustet hat. Und das habe ich lieber noch nie gehört. Ich war erschrocken. Und ich dachte, oh, hoffentlich tut das nicht weh. Weil das macht niemand in China. Das habe ich noch nie gesehen. Aber was macht man denn dann in China? Das muss doch irgendwie raus. Ja, genau. Also Chinesen finden das als etwas Ekelhaftes. Und ja, ist ja auch eklig. Aber das muss auch raus. Und sie drehen sich. Ein bisschen und sie machen das sehr leise, nicht vor den Leuten. Oder sie gehen auf die Toilette und erledigen das dort. Ah, okay. Genau. Aber man macht es schon auch. Ja, aber nicht vor anderen Leuten. Nicht vor anderen Leuten. Verstehe. Ja. Du bist aus China? Ja. Du weißt, wie man sich dort verhält. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe immer wieder so Unterschiede gemerkt, also zwischen meiner Kultur und ausländischer Kultur. Und da so viele Firmen in China unterwegs sind und mit dieser Einstellung, wir machen genauso alles wie in Deutschland, das funktioniert nicht. Als wir uns vorhin zum ersten Mal gesehen haben, waren wir sofort beim Du. Ist das üblich? Gibt es überhaupt Du und Sie in China oder ist es wie im Englischen, dass es nur eins gibt? Es gibt auch Du und Sie in Chinesisch. Der Unterschied ist, in Deutschland wird normalerweise gegenseitig geduzt. Oder gegenseitig gesitzt. Ja. Während in China kann es sehr gut sein, dass einer geduzt wird, während der andere gesitzt wird. Und dadurch wird auch Hierarchie gezeigt.
Oder, wäre es also angemessen gewesen, du hast mich geduzt, wenn ich dich trotzdem gesiezt hätte, weil ich dich nicht kenne? Und nee, das ist nicht so gut, weil sehr oft ist es, die älteren Menschen werden geduzt, gesiezt. Okay. Also normalerweise, normalerweise werden die älteren Menschen gesiezt. Wenn du mich wirklich sitzen würdest, dann würde ich denken, ja, warum siehst du mich? Lass uns, bevor wir später in der Sendung auch noch einige Sachen zusammen üben, auch noch mal über Farben sprechen. Weil du hattest gerade zu mir gesagt, du hast was Rotes angezogen, weil das eine Bedeutung hat. Ja, Rote ist die glückliche Farbe in China. Und ich habe gemerkt, der Hintergrund ist auch rot. Ich glaube, das ist auch kein Zufall. Wir sind verrückt nach Rot. Also auch während des chinesischen Neujahrs sieht man überall Rot. Es wird überall rot dekoriert. Ich habe das Gefühl, ich kann noch ganz, ganz viel von dir lernen. Und das möchte ich auch. Wir sehen uns gleich noch mal wieder. Wir kommen jetzt aber erstmal zu einem anderen Thema. Troja ist bekannt aus der griechischen Mythologie. Eine Geschichte über Götter, Helden und Liebe. Auf einem Hof in Fürstenau treffen sich Reiter und Schauspieler aus ganz Europa, um den Mythos neu zu interpretieren. Unter der Leitung von Regisseur Yo Xiao erarbeiten sie eine eindrucksvolle Fassung für die Bühnen Chinas. Mein Traum ist es, dass eines Tages jeder in China unsere Show und unsere Pferde mag. Das ist wirklich mein größter Wunsch. Und dieser Wunsch kann bald in Erfüllung gehen. Die Show ist eine deutsch-chinesische Koproduktion und soll beeindruckend durch die außergewöhnliche Kombination von großem Spektakel, Schauspiel und Reitkunst. Die Geschichte kennt wohl jeder. Es ist die von Troja, allerdings in Form einer Pferdeshow. Sie zeigt also einen allgemein bekannten Stoff, eine Geschichte, mit der sowohl Asiaten als auch Europäer sehr vertraut sind. Wir erzählen sie mit Hilfe von Pferden. Im griechischen Mythos wird eine Stadt mit der Hilfe eines hölzernen Pferdes erobert. Wir passen diese Sage für unsere Show etwas an. Wir fügen ein wenig hinzu und vollenden sie durch die Künste unserer Pferde und Schauspieler. Wir planen diese Show schon seit 3 Jahren. Das erste Mal kam ich letztes Jahr Mitte Juli zu den Proben hierher. Dann haben wir vom Sommer bis zum Winter trainiert. Und jetzt ist Frühling. Ich mag unsere Gruppe unglaublich gerne. Wir haben hier nicht nur deutsche Schauspieler. Es sind auch welche aus Tschechien, der Ukraine, Frankreich, Dänemark und anderen Ländern hier. Viele Nationen kommen hier zusammen. Ein toller Mix aus verschiedenen Kulturen. So kommen ganz unterschiedliche Ideen und Gedankengänge zusammen. Das macht mich hier jeden Tag sehr glücklich. Ach ja, meine Arbeit. Wenn ich die Leute hier sehe, wie sie von null an ganz plötzlich ein Stück einstudieren und dann zusammen aufführen, erkenne ich, wie es Schritt für Schritt weitergeht. Das ist das Schönste. Stimmt's, Allegro? Ich bin der Meinung, dass die deutschen Reiter absolute Weltklasse sind. Deshalb haben wir uns für den Trainingsort hier entschieden. Auch das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, kommt aus Deutschland. Es ist einfach so, dass in Europa der Reitsport absolute Spitzenqualität hat. Daher sind auch hier Reiter und Pferde aus ganz Europa. Zusammengefasst kann man sagen, dass hier Europas Elite zu uns gekommen ist. Und wir werden diese Elite jetzt nach China bringen. Wir werden zunächst 4 Monate lang in Beijing auftreten. Anschließend werden wir in den Süden Chinas gehen. Unser Plan ist es, die Show 3 Jahre lang zu zeigen. Danach wollen wir sie ein bisschen verändern.
Die Aufführung ist anders als alles, was man bisher gesehen hat. Es ist kein Zirkus oder eine gewöhnliche Live-Show. Das Tolle daran ist, dass sie alles vereint. Reitkunst, Oper, Theater, Konzert und Ballett. Es ist wie ein Film, nur ohne Schnitte, aber mit viel Action. Herzlich willkommen hier aus dem Mission Control Center. Wir begleiten Kai Markus Chong auf seinem Weg von Hamburg bis nach Shanghai. Haben gerade versucht, die Schalter aufzubauen. Leider war Kai Markus nach wenigen Sekunden schon wieder weg und wir bekommen die Leitung nicht wieder neu aufgebaut. Schauen deshalb zumindest mal auf seine Seite runmysilkroad.com und sehen, er ist gerade in Weißrussland unterwegs, hinter Brest. Gestern noch war er in Brest und auf seiner Facebook-Seite sehen wir auch ein paar Bilder von ihm. Es geht ihm gut, ihm und seinem Kollegen Viktor, wie wir hier sehen, ein paar bewegte Bilder hat er auch noch auf seiner Facebook-Seite. Wollen wir mal reinschauen. Vielleicht nicht die allerbeste Qualität, aber man sieht zumindest, was Kai Markus derzeit so alles erlebt auf seinem großen Lauf. Er hat mir eben noch kurz erzählen können, dass er zurzeit ganz viele Störche am Rand sieht. Durch Weißrussland durch und natürlich ist er weiter unaufhaltsam unterwegs bis nach Russland. Die Grenze möchte er dann in wenigen Tagen auch erreichen. Wir bleiben dran, schalten dann hoffentlich morgen wieder zu ihm und seiner Mission. Kai Markus Chong auf seinem Weg von Hamburg bis nach Shanghai. Ich habe mein iPad weggelegt. Ja. Ich habe beide Hände frei und würde einmal gerne noch die Visitenkartenaktion mit dir üben, dass ich das auch dann wirklich kann. Also okay. Ich gebe dir meine Visitenkarte mit beiden Händen und sehr sage, gut. Sage ich was dazu? Bitteschön so. Ah, bitteschön. Danke. Wenn ich eine Visitenkarte habe, dann würde ich dir auf die gleiche Weise das zurückgeben. Und ich habe gelernt, ich frage dann, euer Unternehmen sitzt in Düsseldorf. Ja. Warst du schon mal in Düsseldorf? Ja, dann sind wir direkt bei Smalltalk. Genau, das ist immer ein sehr natürlicher Übergang zum Smalltalk. In China, wir legen sehr viel Wert auf die Beziehung. Ohne Beziehung kein Geschäft. Okay. Und das ist ein sehr natürlicher Übergang zum Smalltalk. Man kann anhand der Visitenkarte viel Informationen bekommen. Mhm. Und dann kann man schon Fragen stellen, Interesse zeigen. In Deutschland würde ich bei Smalltalk denke ich sofort ans Wetter zum Beispiel. Genau, oder Wetter. An, wie hat Ihnen das Buffet geschmeckt? Genau. Essen und Wetter ist sowas Deutsches. Was sind die Themen in China? Ja, Smalltalk hat in Deutschland eher eine, ich würde sagen, nicht unbedingt eine positive Sinn. Mhm. Viele denken, ich verliere so viel Zeit mit dem Smalltalk. Am besten gehen wir direkt ins Thema. Und in China ist das anders? Was ist eine typische Frage für Smalltalk in China? Ja, zum Beispiel nach deiner Familie Stand. Mhm. Das heißt, du würdest fragen, bist du verheiratet? Ja, ich würde dann sagen, bist du verheiratet? Oh, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, weil wenn du mich, wo wir uns noch nicht kennen, sofort fragst, ob ich verheiratet bin, würde ich denken, oha, da will mich jemand heiraten. So ein Eindruck habe ich auch bekommen, da ich so lange in Deutschland gelebt habe. Was wünschen wir beide uns denn jetzt, wenn die Sendung schon zu Ende ist und wir gleich auseinandergehen? Was sagt man denn da? Also wenn das ein formelles Treffen ist, dann gibt man sich wieder die Hände und sagen, das war schön, das hat mich sehr gefreut. Und auf Wiedersehen. Aber wenn angenommen, wir sind gut befreundet, was ja, machen wir dann? Ja, das war sehr schön. Dann lassen wir uns noch mal treffen. Ich lade dich zum Essen ein. Und wir fassen uns gar nicht an, wir umarmen uns nee, nicht, geben nicht die das Hand. Ist eher sehr formell. Mhm. Also in China machen wir auch nicht diese Küsschen, Umarmung, sowas machen wir nicht. Mhm. Ja. Du, dann lass uns doch gleich gemeinsam die Sendung hier beschließen. Vielleicht ich auf Deutsch und du danach auf Chinesisch. Ist das in Ordnung? Ja.
Okay, simultan übersetzen. Dann bedanke ich mich, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei Ni Hao Deutschland. Wir werden Ihnen auch in Zukunft so tolle Gäste vorstellen wie Yuen He, Menschen, deren Geschichten wir hier erzählen wollen bei Ni Hao Deutschland. Und ich sage zur Verabschiedung, vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Sendung wieder einschalten. Mhm. 感谢您收看今天的节目，我们的节目将会越来越精彩。我们下期见。 Auf Wiedersehen. 再见。 再见。你好，Deutschland。